Hallo, zum Thema illegales Klonen von echten Menschen spricht der Umweltkollege Petra Waldmeister. Bisher dachten wir ja alle, beim Klonen geht es nur um das Klonen von Einzelzellen. Oh Gott, müssen wir jetzt etwa alle im Gefängnis? Aber Klonen ist doch gegen die Natur, genau wie Schwulsein und wie berufstätige Frauen. Ich persönlich finde das aber gut, wenn vom Aussterben bedrohte Tierarten geklont werden dürfen, zum Beispiel die Mammute oder ostdeutsche Hausmeister. Widerlich, die kacken nur wieder die Bürgersteige voll und zertrampeln die ganzen Vorgärten. Es gibt auch stubenreine ostdeutsche Hausmeister. Es ist viel schlimmer. Ermittlungen haben ergeben, dass der erste menschliche Klon mitten unter uns im Bundestag ist. Die verdächtige Person wurde gestern dreimal an zwei Orten gesehen. Ja, das war ich, ihr Lutscher. Ich hab mich selbst klonen lassen. Aber warum nur beginget ihr eine solch frevelbehaftete Untat, eure Hohlbärnigkeit? Na, damit ich gleichzeitig die Weltherrschaft verteidigen und im Urlaub schön auf Sri Lanka Kofferquallen-Volleyball spielen kann. Ja, ja, und ich darf mich wieder von diesem Waschlappen Obama bewusstlos langweilen lassen. Sie ist geklont. Dafür hältst du auch den ganzen Rum und die Ehre für den Wahlsieg ein, die Schlampe. Hier ist ganz viele. Ich komm mal gleich mal rüber und zieh dir den Stecker raus, du Fischnelke. Kannst ja mal versuchen, du olle Krützwurst. Jetzt gibt's auf die Fresse. Und wir räumen lieber den Saal und... Oh, das tat weh. Oh Gott. Und treffen uns draußen zum komatösen Zellenvernichtungssaufen in unserer Stammzelle Merkel-Schutzbunker. Das ist mein Hosenanzug. Du.